Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Action 52. Ich muss mein Mikro ausrichten. Und jetzt geht's wieder. So, das letzte Mal, ich sollte meinen Cursor wieder raus tun, hatten wir, Haunted Hill, war immer dasselbe, haben wir abgebrochen. Das wird übrigens öfter passieren. Zumal einige Spiele wegen irgendwas nicht schaffbar sind. Zum Beispiel Atmos Quake, aber dazu kommen wir noch in ein paar Episoden. Ich hoffe nicht zu vielen. Und ja, lasst euch einfach überraschen und ich sag das dann, wenn ja, wenn es soweit ist. Chill out. I wish I could chill out. Oh mein Gott. Eskimo Snowball Massacre. Ah, die Jumping Controls sind wieder total. What? Achso, ja, super. Ich hatte noch den Save State drin von letztes Mal und, ja, von Buck Simmels hier. Wow. Ich bin durch den Boden gefallen. Wie gut dieses Spiel und wie stabil das einfach läuft. Und wow, ich bin schon Level 2. Und hier sehen wir übrigens unsere Lebensleiste. Also ich denke mal, dass unsere Lebensleiste ist. Ja, ist es. Okay. Wo hält ich mich bitte fest? Ach so, ich bin auf der Leiter. Ja, ich muss langsam wieder ich muss langsam wieder umdenken auf Action 52 Level. Wow, man kann auf der Leiter schießen? Ja, man kann auf der Leiter schießen. Cool. Wir haben so eine Kletteraktion, Animation eingebaut. Wow, okay. Nein, lass mich in Ruhe. Gut. Ich glaube, es ist nicht der letzte. So, Schneeball weg. Eskimo tot. Und jetzt irgendwie rot. Und WTF! Das ist nicht wahr, oder? Man kann nicht von einem Block höher springen. Dieses Spiel sollte sich mal an Minecraft orientieren. Da kann man nämlich bis zu 3 Blöcke fallen, ohne sich weh zu tun. Ach, jetzt muss ich wieder runter. Spring, spring, mein kleiner Eskimo, der blau ist und alle anderen sind grau. Außenseiter. Und die haben irgendwie so Seizures. Ist genau das, was passiert, wenn man einem kleinen Kind, also einem wirklich kleinen Kind, so 2 Jahre oder so, einen Atari Game Controller in die Hand gibt. Und das total gerade wütend ist. Dann passiert sowas auch. Genau das stelle ich mir auch jetzt vor. WTF? WTF? Ach so. Oh. Natürlich. Das wusste ich natürlich. Au. Direkt in den Kopf. Das war nicht sehr nett, Sir. So, wir killen den. Schneeball. Oder, es ist ein bisschen blau für Schneeball. Wasserball. Verpixelter Wasserball. Kristalliner Wasserball. Whatever. Oh mein Gott, die Wasserbälle können fliegen. Sie könnten mich eigentlich ohne ein Wimpern... ja, okay. Ohne ein Wimpern zuckern ist klar. Ja, macht alles Action 52. Dieses Spiel zu spielen, macht einen einfach Mischugge. Das ist die beste Ausrede. Und sie ist auch noch wahr. Ich kann mich mit meinen eigenen Schneeballen treffen. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Nimm das Zukunfts-Ich. Nimm das Zukunfts-Ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Ich glaube, das macht noch mehr Spaß, als hier die Level zu machen. Und wow. Oh mein Gott, Lila.
Wow, okay. Ich glaube, jetzt laggt es sogar noch an der Framerate rum. Das heißt, das Spiel läuft etwas langsamer, als es sollte. Oh. Ja, also diese grünen Eskimos sind ganz böse Framerate-Killer. Stirb! Okay. Eskimo Snowball Massacre. Ja. Könntest du bitte weggehen? Was? Nein! So. Wie zur Hölle soll man das überleben? Nein. Okay, Antwort ist gar nicht. Wir bleiben jetzt nur noch hier oben. Oder so. Geht beides. Uah. Okay. Nein. Wee. Smoke weed every day. Na oh, super. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Das. Na oh, Mann. Ja, dieses Spiel kümmert sich gar nicht darum, dass es schlecht ist. Das akzeptiert es einfach. So. Ah. Jetzt kommen wir zum Hammer. Mein Name ist nun Nagel. Jetzt kommen wir zum Hammer. Tod. Ha, ha, ha. Yay, super. Ich bin Masterman. Ja, Masterman ist. Können hier noch neue Gegner kommen? Oder sind das die einzigen noch? Okay. Ich glaube, ich bin verloren. Ich glaube, ich kann das nicht mehr weiter spielen. Ja. Okay. Pause select. Sharks, ich glaube, das können wir noch machen. Wut. Und nun, warum sind 20 Punkte pro. Na wohl. Okay. Ich denke mal, es geht wieder nach Punkten. Und ja. Oh Mann. Das ist wirklich nicht fair. Hohoho, seit wann ist Section 52 denn fair? Ja, hast du auch wieder recht. Ja, wow, wir können durch den Ozeanboden schießen. Schwimmen. Jesus ging übers Wasser. Und ich kann dafür im Land schwimmen. Ich schwamm durchs Land. Was gibt's? Was geht? Was willst du machen? Was? Ich lass es lieber. Was willst du machen? Ja, okay. Was willst du jetzt machen, Jesus? Ha! Ich hab's auch noch rausgebracht. Okay. Bring it on! Jetzt kommt er irgendwie nimmer, oder was? No, man! Was ist passiert? Hat das Spiel aufgegeben? Nö. Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel aufgibt. Nein, nein! Natürlich, mit der Flosse gekillt.
Wie auch sonst. Mann. Weißt du, da killen die Gegner dich mit dem bloßen Berühren, aber du selber musst mit einer tödlichen Harpune oder einem weißen Strich. Oh, da ist ein weißer Hai. Hahaha. Mit so einem hochtödlichen weißen Strich musst du die richtig in die Mitte treffen. Und selbst dann klappt es meiste Zeit nicht. Ah ja, gekillt. Okay. Okay. So. Ein Shark, was ist noch Shark? Hai, ein Hai pro 15 Sekunden ungefähr, damit es auch möglichst schön lang ist. So, geben die eigentlich mehr Punkte? Ah, natürlich. Oh, die geben viel mehr Punkte. Okay, mach das nächste Level und dann vielleicht noch das nächste Level, dann reicht's auch wieder. Für heute. Na komm schon. Na komm schon. Ich will euch jetzt mit der Musik allein lassen. Ich will irgendwie mehr reden, aber bin ich irgendwie ein bisschen zu leise? Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe vorher die Aufnahme gecheckt. Ja, ich nehme das jetzt direkt nach der letzten Aufnahme auf. Aufnahme auf. Versteht ihr? Ein Witz auf. Ihr wisst schon, was für ein Level. Ich glaube, das Spiel ist so schlecht. Da sagt mal lieber den verbotenen Namen Voldemort. Ja, genau. Der Name des Spiels auszusprechen ist ein schlimmeres Vergehen als Voldemort auszusprechen. In Hogwarts. Ich habe eigentlich nie wirklich kapiert, warum man die nicht aussprechen darf. Wahrscheinlich, weil ich nur den dritten Teil, also Gefangener von Azkaban, geguckt habe. Ja, vielleicht kann es daran liegen. Na. So ein großer Fan von Harry Potter bin ich jetzt auch nicht. Oh, unten wollte einer kommen. Der sich's aber anders überlegt hat. Bam! Dead Center! Bullseye! Ins Schwarze. Getroffen. Ah, oh, okay. Die können einen da trotzdem noch treffen. Ja, dann würde ich mal sagen. Bam! Level 3. Okay, das Level noch, dann reicht's. Was könnte ich jetzt noch erzählen? Spinnen. Irgendwas mit Spinnen. Ich mag Spinnen. Große, kleine, haarige. Was? Ach, Quallen! Nein! Quallen sind böse. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man die trifft, gibt's massig Punkte. Nein! Warte, ich mache jetzt so lange, bis eine Qualle bevorsteht. Man kann die Qualle nicht töten. Natürlich, wenn man sie richtig in die Mitte trifft, killt man sie. Aber so an den Tentakeln oder so? Ne. Keine Wirkung. Okay. Wie soll man solche Viecher bitte treffen? Das wird noch ewig so weitergehen. Ich sag mal, wir belassen es bei 15 Minuten diesmal. Und sagen, La Megalonia, ja, kann ich sagen, ist wahrscheinlich wieder ein Space Shooter. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten scheißverdammten Mal. Euer Blockinstaller 12. Hier 12 ist optional.
wollte ich nur mal gesagt haben.